Eine Box habe ich hier und noch weitere Boxen drin mit Nail Art. Ja. Und jetzt haben wir hier Stamping-Schablonen. Jawohl. Ich weiß nicht, wie oft ich das noch sagen soll, dass du irre bist, aber ich denke, das kommt schon noch ein paar Mal. Die Dentel A004 mit schönem Muster, Rosen und Lace und oh, herrlich. Dann haben wir von Moyu Pro. Oh, guckt mal. Ja, sollte ich jetzt ein bisschen leise geworden sein. Ich habe hier so mächtig zu tun und weiß gar nicht, wie ich von Moira. Aha, wow. Ist ja mal der Hammer. Ich hoffe, ihr seht das so ein bisschen, was hier für Motive drauf sind. Und es geht noch weiter. Unten drunter hat sie auch noch welche versteckt. Rosen. Ja, Rosen gehen natürlich immer, ne? Was haben wir hier von... Oh! Flower Power von Moyu. Die ist noch nicht benutzt. Das sieht man. Die ist noch nagelneu. Vielen, vielen Dank, lieber Alex. Ich werde immer sprachloser, auch wenn ich hier quatsche, aber innerlich. Ah, ein Scrubber von Brush It, das ist auch gut. Und dann haben wir hier noch XOXO. Ja, die schicke ich dir. Grüße und Küsse schicke ich dir. Ich versuche das jetzt mal hier so ein bisschen wegzuräumen, denn ich brauche immer noch Platz. Es ist ja immer noch viel im Karton und die Farbgele habt ihr noch gar nicht gesehen. Die habe ich nämlich erstmal ausgelagert hier. Pinch Sticks kann man auch für Gel verwenden. Viele verschiedene Größen. So, jetzt muss ich hier mal. Das ist ja. Ich weiß, was es ist. Komm bloß gerade nicht drauf. Und zwar. Sind das diese, ich versuche die mal aufzumachen, jawohl. Das sind diese Chrome Fleeks in Flipflop Optik. Also einmal hier und das ist noch sehr, sehr voll. Die packe ich gleich mit hier rein und einmal hier. Ebenfalls Chrome Fleeks in Flipflop Optik. Habe ich noch gar keine, also vielen, vielen Dank. Und dann habe ich hier einen Stamper. Und zwar ist das der Clear Stamper
aber der zweierlei. Einmal in dem flachen, etwas festeren Kissen und dann der edle, also das ist ja der mit die Steinchen, mit dem hohen Kissen. Das ist natürlich mal der Brüller. Vielen, vielen Dank. Ja, ihr seht, ich zitter, ich kann mich, glaube ich, nicht großartig beruhigen, weil es ist ja immerhin noch eine Menge da. Dann hat sie noch eingepackt diese Stripes, einmal in einem, ja, ich kann es euch schwer beschreiben, das ist durchsichtiges, aber mit diesem irisierenden Aurora oder wie man das auch immer nennen kann. Und dann Gold, was so diese, das Angeraute ist. Auch noch viel, viel drauf. Und jetzt hoffe ich, dass ich das heile rauskriege, ohne dass es mir aufgeht. Ja, ich habe es gefunden. Gott sei Dank ist das nicht verloren gegangen. Diese zwei Overlays, genau. Die Totenköpfe. Ebenfalls ganz, ganz tolle Sachen. Und einmal in Clear die Totenköpfe. Ich kriege das auch, glaube ich, jetzt nicht mehr in den Griff. Dann eine Sortierbox voll mit Steinchen in echt krassen Farben, weil so ein Rot hatte ich noch nie. Und diese Pailletten hier habe ich zwar in Rot, aber wie gesagt, das sind echt klasse Farben. Dann hier die Kügelchen, Kaviarperlen und dann solche Einleger in Oval. Ich versuch's mal hier. Jawohl. So, also ich bin mehr als begeistert, überrascht und ganz, ganz kleine Steinchen, schaut mal hier. Oder hier so eine richtig schön irisierenden. So, jetzt, damit ja nichts verloren geht. Auch der kommt wieder rein, der kleine. Also, ja, ohne Beschreibung kann man, also man, ich kann, es fehlen mir einfach mehr als die Worte. Aber, was ihr jetzt gleich sehen werdet, also mich hat es mehr als begeistert, das ist das da. Und ihr wisst, was das ist. Na, das brauche ich euch, glaube ich, nicht zu sagen. Das ist von Lönni Nails, die Love My Nails Steinchenbox. Der Preis ist unglaublich teuer. Also mit 5 Euro oder so ist da nichts, weil das ist keine Billigproduktion und gar nichts. Das ist die echte große, riesige, vollgefüllte Steinchenbox. Und die, die sie haben, die wissen, wovon ich rede. Schaut euch dieses Schmuckstück an. Von ganz, ganz mini bis ganz, ganz groß. Und so ein wunderschöner, schimmernder Glanz. Unbeschreiblich. Ich versuche das gerade so ein bisschen zu realisieren, was die Alex mir da an Werden und so weiter geschickt hat, dass das im Grunde genommen kann man sowas nicht annehmen, weil das echt wahnsinnig teuer alles war. Und ihr seht, die Alex hat da keine Billigsachen oder so. Nein, das ist alles sehr, sehr hochwertig und ja. Und sie hat mir das geschenkt. Sie wollte da keine Gegenleistung und gar nichts und
hat gesagt, nee, das ist alles schon so in Ordnung. Ja. Wahnsinn. Mehr wie Danke sagen kann ich nicht. Aber ich freue mich da riesig drüber. Ich freue mich echt wie ein kleines Kind, dass ich so viele tolle Schätze bekomme. Ich versuche jetzt mal weiterzumachen. So, die kleinen ausgebüxten Glitzis habe ich erst mal eingesammelt. Und jetzt... Also die lege ich mal ganz, ganz, ganz vorsichtig beiseite. Ich habe nur ein Problem, ich habe keinen Platz. Meine Lieben. Achso, ich müsste mal wieder vor die Kamera. Ne? Ich habe hier eine... Moment. UV-LED-Lampe mit 10, 20, 30 und 40 Sekunden. So schaut sie aus. Ich denke, die Bodenplatte ist magnetisch. Da kann ich euch das Innenleben schon mal zeigen. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 14, 16, 18 LED-Lampen. Und die ist zweimal da. Ja. Ihr habt richtig gehört, die ist zweimal da. Hier ist die zweite. So. Ansicht, die ist genau wie die erste. Und ich möchte die jetzt gleich mal anstecken. Ja. Ja. So schaut sie aus. Wenn es an ist. Und jetzt, ich hoffe, ihr seht das. Nee, ist jetzt nicht die Lampe, ist weg. Aber jetzt. Okay, jetzt. Aha. Und erst, wenn man die Hand reinlegt, dann beginnt das zu zählen. Das ist ja mal klasse. Mega toll. Danke, 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 danke. Ich bin echt gespannt, wie die arbeiten. Ey. Hammer. Alex, du hast einen Knall. Du hast echt einen Knall. Ich meine, man hätte das auch verkaufen können. Ne? So, und jetzt geht sie aus und dann nimmt man die Hand raus. Ja, man hätte das alles verkaufen können, aber nein, sie hat es mir geschickt, sie hat es mir geschenkt und ja, das sind unermessliche, ihr kennt die Preise, das sind richtig hohe Werte und ich darf das jetzt mein eigen nennen, die Alex hat mir das alles geschenkt. Ihr seht aber nur den kleinen Teil, der Großteil kommt ja noch und da mache ich jetzt hier Platz. Und versuche euch mal so gut wie es geht die Farbgele zu zeigen. Also bleibt einfach mal dran. Ach, beziehungsweise machen wir das so. Die Gele und so weiter und so fort. Das kommt gleich im Anhang. Also wenn das Video veröffentlicht ist, ist auch dann das mit den Farbgelen und so weiter und so fort online. Bleibt einfach dran. Schaut es euch an. Es ist der Wahnsinn.